Yo Leute, herzlich willkommen zum Best of Remnant from the Ashes Nummer 5, einem Zusammenschnitt aus mehreren Sessions. Ja, der Grund, warum dieses Best of so viel länger gedauert hat als die Nummer 4, liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich eine ziemlich lange Pause von dem Spiel gemacht habe. Lag zum einen daran, dass für einen bestimmten Zeitpunkt mehrere andere Spiele in den Fokus gerückt sind und dadurch dieses Spiel immer mehr in den Hintergrund geriet. Der Hauptgrund lag aber daran, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe, was eine Trophäe anging. Nämlich muss man ja in dem allerersten Gebiet von dem Spiel, der Erde, einen bestimmten Ring finden, der aber leider natürlich komplett random ist. Also genauso wie halt sämtliche Gebiete in dem Spiel sozusagen random zusammengeschustert werden, jedes Mal, wenn man die Welt neu startet, so kann es auch zu komplett unterschiedlichen Events und Loot kommen. Dementsprechend auch dieser eine Ring, der eben trophäenrelevant ist, weil man den Reggie abgeben muss in der Basis. Ja, der ist leider nicht immer da. Und das Problem ist gewesen, ich habe ihn bereits einmal eingesammelt und habe dann allerdings den Fehler gemacht, ich wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, dass es überhaupt ein Fehler sein könnte. Dann habe ich den Fehler gemacht, bevor ich den Ring an Reggie übergeben habe, habe ich die Welt quasi noch einmal neu gestartet. Sprich, ich habe noch mal ein neues Level geladen. Ich glaube, ich habe dann schon einmal das Wüstenlevel noch einmal neu geladen, weil ich dort ja noch einen weiteren Boss gebraucht habe. Und danach hätte ich einfach nur noch 200.000 Altmetall farmen müssen. Und dann wäre es das gewesen mit der Platin. Aber, naja, die Tatsache, dass ich das in der Reihenfolge gemacht habe, war schlecht. Denn dadurch, dass man die Welt oder eine andere Welt sozusagen lädt, was die Kapitelwiederholung angeht, sorgt dafür, dass sämtliche Event-Items, die man bis dahin in dieser alten Welt gesammelt hat, aus dem Inventar verschwinden. Mit anderen Worten, ich habe den Ring in der Welt Erde bereits eingesammelt, habe danach in der Kapitelwiederholung, ich glaube das Kapitel Rom, noch einmal neu gestartet, also R-H-O-M. Die Welt habe ich dann geladen, bin danach zu Reggie gegangen, habe mich gewundert, dass ich ihm den Ring nicht abgeben konnte, guck ins Inventar und sehe, der Ring ist nicht mehr da. Ja, also ganz komisch. Ich weiß auch nicht, wieso die Event-Items dann automatisch alle verschwinden. Zugegeben, wahrscheinlich halt deswegen, damit sie nicht das Inventar komplett zumüllen, weil manche Gegenstände könnte man dann ja theoretisch entweder horten oder gar nicht mehr benutzen und dann steht man am Ende da und am Ende kommt es wahrscheinlich nur zu vielen Spielfehlern, wenn zu viele von diesen Event-Items im Inventar verbleiben. Aber naja, das ist halt der Hauptgrund gewesen, warum ich dann eine Pause von dem Spiel gemacht habe. Ich habe mich dann so darüber geärgert, dass ich danach erstmal gar keinen Bock mehr hatte, noch einmal die ganze Zeit das Level Erde abzufarmen nach dem Ring. Und ich muss auch zugeben, dadurch ist dieses Spiel erstmal in den Hintergrund gerückt, andere Spiele kamen mehr in den Fokus und so geriet Remnant lange Zeit sozusagen in Halbvergessenheit. Nicht wirklich in Vergessenheit, weil es ja immer noch die ganze Zeit auf meiner Festplatte drauf gewesen ist. Ich habe es nie gelöscht, tatsächlich. Dementsprechend, ne, ich wurde quasi immer indirekt daran erinnert, wenn ich durch die Festplatte gescrollt bin, dass dieses Spiel ja auch immer noch offen war. Und naja, mittlerweile habe ich es, wie ihr seht, noch einmal neu angefangen. Also was heißt neu angefangen? Ich habe es wieder angefangen. Aber erst einmal werdet ihr die ganzen Szenen zu Gesicht bekommen, die vor meiner längeren Pause von dem Spiel stattgefunden haben. Okay, sehr gut. Der Drache ist wieder da. Das bedeutet, ich versuche ihm diesmal den Schweif abzuschneiden, um seine Waffe zu kriegen. Reicht doch langsam. Ja. Alter, dein Ernst? Fick dich! Alter, wirklich? Alter, nein! Wirklich, wirklich?
Nein. Bullshit! Dein Ernst? Thank you.
Nein, nein, nein. Nein. Endlich, du Fickvieh. So, Drachenglieder. Her mit dem Scheiß. Ja, gut. Nun geh. Oh, ein orangenes Item. Was ist denn das? Mattierter Ring. Oh mein Gott. Das könnte er sein, oder? Mattierter Ring. Ja, Questgegenstand. Auf der Innenseite stehen folgende Worte: An meinen Sonnenschein in der Dunkelheit. Der Ring sieht abgetragen aus, aber er wurde offenbar ständig liebevoll gepflegt. Perfekt, den brauche ich für die Trophäe. Oh Gott. Nein. Nein. Ja, geil, du Fickvieh!
Ah, oh, leck mich doch an der Sacknaht, ohne Scheiß, ich... Oh. So ein Bullshit, ey. Was, Quest abgeschlossen? Wehe, jetzt ist eine gestorben. What the fuck? Wehe. Oh, Altmetallkenner, yay. Geht schon. Du bist ein guter Mensch. Jawohl, ich bekomme den Schlüssel von Liz. Gut. Boah, ich dachte schon, eine von denen wäre noch verreckt, ey. Boah. So, jetzt kann ich die Tür öffnen und dahinter ist bestimmt eine Waffe. So, Liz Schlüssel. Jetzt kann ich die Tür hier endlich öffnen. Hallo. Oh, da ist sogar ein orangener Gegenstand noch. Die Thompson Maschinenpistole. Geil. Ach so, und sekundäre Munition. Na toll. Ah, ich dachte, da wäre noch irgendein anderer wichtiger Gegenstand. Aber egal, neue Waffe. Sakristei der Witwe. Aha. Flinkheit, yes! Ring der Schatten. Der Ring der Prüfungen. Yes! Down is er! Glocke des Sippenrufers. Das Versteck des Verwüsters. Oh geil, Ziel abgeschlossen, sehr gut. Und ein junges sterbenden Schlaf. Was erhofft es sich von diesem Treffen? Okay. Habe ich es jetzt geschafft? Okay, ich habe eigentlich gehofft, dass ich jetzt eine Trophäe kriegen würde, dafür einen Weltenboss ohne Schaden im Offline-Modus geschafft zu haben, aber vielleicht kommt das ja noch. Ich suche nach einem Mann namens Ford. Genau wie andere deiner Sorte. Zu welchem Zweck? Um die Saat aufzuhalten. Du willst dem ein Ende setzen, was keines hat. Die kurzen
Wenn wir die Saat nicht aufhalten, werden wir alle sterben. Ich weiß Dinge über die Saat, die sie nicht wussten. Denkst du, die Saat weiß das nicht? Die Saat ist alles und in allem. Du kannst dich nicht vor ihr verstecken. Selbst ich, jemand, der schon lange vor deinem Volk existiert hat, kann sich nicht ewig verstecken. Die Saat hat diese Danke, das ist das alles, was ihr für mich tun könnt? Denkst du, ich kann sie besiegen? Ja, ich bedanke mich. Ich möchte deinen Dank und deine guten Wünsche. Ich kann schon laufen. Ich lebe noch. Ich lebe. Wow. Bevor ich unser Treffen bereue. Unantastbar und Wolf des Waldes habe ich als Trophäen bekommen. Geil! Dann habe ich es doch geschafft. Weltenboss ohne Schaden im Offline-Modus. Es ist auf diese Art und Weise wirklich möglich. Krass. Boah, das Schwierigste ist es echt in der Zeit, die Glocken zu treffen. Aber wenn man es hingekriegt hat, geil. Dann kriegt man sowohl die Boss-Trophäe als auch diese Unantastbar-Sache, welche sonst unfassbar schwer wäre. Geiler Scheiß. Vielleicht sollte ich dich doch noch verschlingen. Bitte nicht. Ich finde seine Synchronstimme auch echt krass. Wer auch immer für ihn lokalisiert hat, meine Fresse, krass. Okay, jetzt wiederholt er sich, alles klar. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass das noch funktioniert, aber es hat funktioniert. Ich musste zwar die Helligkeit des Spiels hochstellen und meine Zielgeschwindigkeit etwas runterstellen, aber dann hat's geklappt. Melodie der Schwerter, her damit. Yes! Silbertrophäe Mode-Enthusiast. Geil. Ah, wie geil. Die Wolverine-Waffe. Narbe des Dschungelgottes. Her damit. Voll gut. Pass mal auf, ich lese es dir noch einmal vor. Der Tod ist eine abstrakte Einheit, die Verkörperung des Lebensendes im Marvel-Universum und das Gegenteil der Ewigkeit, die Verkörperung des Universums. Der Tod... Eine Handlung im Titel Captain Marvel zeigt Thanos' Plan, das Universum zu erobern, während der Charakter entschlossen ist, seine Liebe zum Tod zu beweisen, indem er alles Leben zerstört. Die limitierte Serie The Thanos Quest zeigt, dass der Tod ein Ungleichgewicht im Universum und eine allmähliche Verschiebung hin zum Leben und nicht zum Tod wahrnimmt. Das Wesen lässt Thanos wieder auferstehen. Thanos sammelt erfolgreich die Infinity Gems und versucht, sich auf seiner eigenen Ebene mit dem Tod zu unterhalten. Die Ironie ist, dass der Charakter jetzt dem Tod überlegen ist und der Tod daher möglicherweise nicht mit ihm spricht. Eine Tatsache, die über einen der Schergen des Todes weitergegeben wird. Die Geschichte wird in einer aufeinanderfolgenden limitierten Serie The Infinity Gauntlet fortgesetzt, in der Thanos dann die Hälfte der Wesen im Universum als Beweis seiner Liebe zum Tod aus der Existenz löscht. Das Wesen, also seine Motivation ist schon eine ganz andere. Das Wesen bleibt und beobachtet, wie er gegen die Metamenschen der Erde kämpft, aber nachdem sie besiegt wurden, versucht der Tod gemeinsam mit dem kosmischen Pantheon Thanos zu besiegen. Obwohl die kosmischen Wesenheiten erfolglos sind, verliert Thanos schließlich die Unendlichkeitsedelsteine und wird besiegt. Der Söldner Deadpool wird in einem selbstbetitelten Jahrbuch mit einem humorvollen Austausch mit dem Wesen dargestellt.
Deadpool verliebt sich in den Tod, nachdem er eine Reihe von Nahtoderfahrungen gemacht hat. Während der Geschichte von Funeral for a Freak scheint der Tod das Gefühl zu erwidern und ein eifersüchtiger Thanos verhindert, dass Deadpool stirbt und sich der Entität anschließt, indem er ihn mit Unsterblichkeit verflucht. Ach, so rum war's. Oh, was ist da? Götze der Vergeltung, okay. Simulacrum. Endlich. Amulett des Revolverhelden. Er ist beim Skelett. Ring des Herzsuchers? Was ist das denn hier? Alles klar bei dir? Hallo? Am besten kommst du mir nicht zu nahe, Fremdling. Es sei denn, du willst eine Kugel. Verdammt. Scheiß drauf. Wem will ich was vormachen? Geht es dir gut? Fühl mich pudelwohl. Das Leben macht mir in diesem elenden Loch nur ein wenig zu schaffen. Aber nicht mehr lange. Da kann ich wohl behilflich sein. Hier. Nimm meinen Schlüssel. Ich lasse gerne meine Sachen zurück, wenn ein guter Mensch sie mitnimmt. Pass auf deine Füße auf. Gib überall Fallen. Geh jetzt weiter. Dein Weg ist länger als meiner. Okay. Schlüssel der Jägerin. Ha. Typisch, dass ich so sterben werde. Denk an die Fallen. Dieser Gestank. Verborgene Grotte. Oh. Ja, Falle. Oh, Eigenschaft Schattenpirscher, cool. Uah! Alter. Aber ich bekomme die Silbertrophäe, Entfaltung deines Potenzials. Nett, okay. Jetzt muss ich auf die Stahlpatrete Acht geben. Kann ich die kaputt schießen? Gut. Oh, Jagdpistole, yes. So, und an genau dieser Stelle passierte quasi der Cut. Da ist genau das passiert, wovon ich euch berichtet habe. Und ja, dann habe ich irgendwann wieder damit angefangen, das Level Erde abzufarmen. Und es hat, ich glaube, ein paar Tage, wo ich jeweils einige Stunden lang das Level Erde wiederholt habe, gedauert, bis endlich wieder dieser eine Ring kam. Und glaubt es mir, das war ein Moment, da hatte ich das Headset leider nicht auf, dementsprechend könnt ihr meine Reaktion dort nicht hören, aber mir ist ein Stein vom Herzen gefallen und ich habe mich so darüber gefreut, das hätte wahrscheinlich meinen Mikrofonpegel ohnehin gesprengt. Also euren Ohren sei Dank, dass ich da das Headset und das Mikrofon nicht am Controller hatte. Puh, endlich vorbei. Hallo nochmal. Ich... Gelobt sei die Station. Ich kann's nicht fassen. Du steckst voller Wunder. Oh, ich wünsche einen angenehmen Tag. Danke. Ich bin dir sehr dankbar, dass du sie nach Hause gebracht hast. Ein strahlendes Licht in der Dunkelheit. Gute Arbeit.
Gute und sichere Reise. Und tatsächlich habe ich die 200.000 Altmetallstücke noch vor dem erneuten Fund des Ringes gefunden. Dementsprechend, die Trophäe war dann zu dem Zeitpunkt auch schon abgehakt. Alles, was mir dann noch gefehlt hat, war der Boss der Pförtner, der ja ein möglicher Endboss von der Welt Rom, also R-H-O-M, gewesen ist. Versteck des Augenlosen, okay. Ist das der letzte Boss, den ich noch brauche? Für die Platin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ausmerzer. Nee, das ist er nicht. Holy moly. Oh je. Oh je. Aber es ist ein fliegendes Dreieck, das lauter Schädel beschwören kann. Leider bringen, glaube ich, meine Beschwörungen gegen den Boss null, weil er ja in der Luft schwebt. Schande. Wo zur Hölle? Oh, Schande. Alter. Ich krieg richtig Debuffs. Wo ist er? Alter, wo versteckt denn der sich? Shit. Ja, geil, wie der Schädel mir trotzdem noch eine reingesammelt hat. Obwohl ich ihn im Prinzip schon erledigt hatte. Okay, also tatsächlich muss man scheinbar erstmal den Schild irgendwie rauslocken. Oh, ich dachte, ich kriege mehr Damage, um ehrlich zu sein. Ja, komm schon, komm schon. Oha, jetzt macht er Damage, jetzt macht er Damage. Oh je. Oh, jetzt macht er aber richtig Damage. Oh, er kommt mir zu nah. Nein. Ich sehe nichts wegen den ganzen Flammeneffekten, die er mir aufhalst. Alter, kletter doch! Oh, was macht mein Charakter da? Scheiße. Kacke, er ist wieder abgetaucht. So ein Mist. Oh, no, 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 no. Ah, bestrahlt. Keine Ahnung, was der Debuff bringt, ob ich auf dieser... Ah, du weißt... Nein, 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 hör auf! Mist. Gerade als ich am Nachladen war, kam dieses Drecksviech gespawnt. So. Okay, aber ich bin noch gut dabei. Okay. Wow, warum? Was hat er jetzt gemacht? Einmal geschrien. Yes, aber ich hab ihn. So. Down ist er. Das komische Dreieck. Oh. Ich wusste es. Der ärgste Feind in meinem ganzen Leben. Geometrie. Ein Verbündeter von Mathe, dem wahren Endgegner des Lebens. Ich hätte es wissen sollen. Die Spindel. Oh, wird hier jetzt eventuell der Pförtnerboss kommen? Könnte durchaus sein. Ich habe keine Ahnung. Alter, was ist das? Oh, Hit! Jawohl, da ist er! Oh boy! Okay, ich sehe schon. Oh, Dreck. Okay, wow. So, okay. Oh Mann, das Dumme ist nur, ich kann scheinbar null mit meinen Beschwörungen hier anfangen. Der Boss ist scheinbar nicht wirklich für diese Beschwörungen gemacht. Oh oh. Oh, vielleicht doch. Okay, vielleicht doch. Vielleicht doch. Dann kann ich mir wenigstens die Trash-Mobs vom Hals halten. Oh boy. Also doch, zu etwas gut. Oh, aua. Oh, oh Gott, was macht er? Was macht er? Was macht er? Alter, was? Der hat jetzt einfach nur die Plattform gedreht. Sehr interessant. Lustigerweise kann ich den Kugeln auch einfach ausweichen, indem ich die ganze Zeit seitlich laufe. Also schon mal etwas. So. Okay.
Bis jetzt geht der Boss ja noch einigermaßen. Das Prinzip ist recht einfach. Auch wenn sein Auftreten zugegebenermaßen sehr imposant war. Also, Kampf gegen größere Bosse, das ist ja sowieso genau meins. Riesenbosse zu bekämpfen mag ich ehrlich gesagt am liebsten. Das hat so nochmal einen ganz anderen Reiz. Je größer sie sind, desto tiefer fallen sie und so weiter. Okay, oh boy. Jetzt habe ich mittlerweile gar keine, komischen dreieckigen Säulen mehr, hinter denen ich mich verstecken könnte. Aber zugegeben, so krass brauche ich sie ja nicht. Ihr seht ja, durch einfaches zur Seite laufen, kann man den großen Energiebällen von dem ja sowieso auch so recht gut ausweichen. So, Beschwörungen erneuern. Oh, oh, wow. Das war eng. Okay, schon mal einen weiteren Skillpunkt. Oh nein, und ich habe keine... Ah... Ich hätte die ganze Zeit mal Muni einsammeln sollen. Mist, hier. So. Okay. Das ist die Munition, die ich brauche. Yes! Da ist er down! Nice! Stein des Wächters. Quest abgeschlossen. Sehr gut. Eigenschaftspunkt. Und ich bekomme die Silbertrophäe der Schlüsselmeister. Und... die Geste lachen und die Platin-Trophäe aus der Asche. Alter Vater, Leute. Endlich. Geil. Ah, es fühlt sich so gut an. Einfach nur Hammer. Sehr, sehr schön. Ah, wenigstens habe ich direkt den Pförtner als Endboss bekommen, nachdem ich diese Ring-Trophäe bekommen habe. Hammermäßig. Und Leute, das war's dann im Prinzip auch schon mit den Best-Offs von Remnant from the Ashes. Beziehungsweise, um genauer zu sein, mit den Best-Offs vom Hauptspiel. Irgendwann werde ich bestimmt auch noch einmal die ganzen DLCs angehen. Wird dann wahrscheinlich auch nochmal eine ordentliche Herausforderung geben und dementsprechend einiges an Material, was ich für Best-Offs benutzen kann. Das hier sind im Übrigen die, die Waffen, die mein Charakter zum Ende hin gehabt hat, alle schon zum Maximum aufgelevelt und zugegebenermaßen auch ziemlich nützlich am Ende gewesen. Ja, wie gesagt, irgendwann, ich kann euch nicht genau sagen wann, kann sein, dass es im nächsten Monat sein wird, kann sein, dass es in 2-3 Jahren sein wird, keine Ahnung, irgendwann werde ich aber auch mal die DLCs angehen und dann kommt irgendwann auch nochmal ein Best-of dazu, so viel steht fest. Aber was das Hauptspiel angeht, sind wir an dieser Stelle durch. Ich habe auf jeden Fall ordentlich Spaß damit gehabt, auch wenn zum Ende hin so ein bisschen Frust aufgekommen ist. Aber zugegeben, ich war ja zum Teil auch selber so ein bisschen schuld daran. Hätte man sich ja denken können, dass Event-Items, wenn man die Welt neu startet, auch aus dem Inventar verschwinden. Habe ich aber überhaupt nicht dran gedacht. Naja, ist einfach so ein bisschen Pech gewesen. Und naja, am Ende habe ich ja doch nochmal alles irgendwie hingekriegt. Und die 200.000 Altmetall hätte ich ja zum Ende hin sowieso noch einsammeln müssen. Dementsprechend, so weit auseinander lagen die beiden Trophäen nicht. Also die beiden Trophäen mit dem 200.000 Altmetall sammeln und den Ring noch einmal finden und tatsächlich abgeben. Also so viel Zeit ist tatsächlich dazwischen nicht vergangen. Zwischen den 200.000 Altmetall und dem erneuten Fund des Ringes, sodass ich mich allzu sehr darüber ärgern könnte. Von daher ist alles nochmal einigermaßen gut gegangen. Ist schon okay. Von daher, ja, ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, meinen Spaß mit dem Spiel gehabt. Vor allen Dingen im Koop-Modus, das war natürlich noch einmal besonders hammermäßig. Ha, war auf jeden Fall eine nette Abwechslung, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein Dark Souls-Spiel, oder ein Dark Souls-like-Spiel sozusagen, mit Schusswaffen, ne, wo natürlich Nahkampfwaffen auch so ein bisschen Relevanz haben, aber man eben hauptsächlich mit den ganzen Schusswaffen herumhantiert, auch die ganzen legendären Bosswaffen, die man sich nach und nach craften kann mit den Jobs von den ganzen Bossen, ne, die man auch mit den Jobs von den verschiedenen Bossen, das ist auch sehr interessant, dass eben alles random generiert wird in dem Spiel, sodass man immer wieder ein neues Erlebnis hat. Immer wieder neue Events, immer wieder neuer Loot, immer wieder neue Bosse. Also wirklich sehr abwechslungsreich und hoher Wiederspielwert. Also hätte echt nicht gedacht, dass mir dieses Spiel so viel Spaß machen würde, wie es, nachdem ich es angefangen habe, auch tatsächlich getan hat. Ne? Natürlich auch unter anderem dadurch, dass man es mit anderen zusammenspielen kann. Aber auch alleine theoretisch würde es genug Spielspaß bieten. So viel steht fest.
Okay, Leute, so, damit wäre es das eigentlich auch da gewesen. Das wäre alles, was ich zu dem Spiel noch zu sagen hatte. Und wie gesagt, wenn, dann sehen wir uns auf jeden Fall zu den DLCs irgendwann noch einmal wieder von dem Spiel. Aber fürs Erste würde ich an dieser Stelle erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Platin oder 100% Let's Play oder Best-of-Video. Bis dahin, Leute, ciao, ciao und frohe Trophäenjagd!